Es gibt ja mittlerweile wirklich auch DSGVO-konforme Tracking-Möglichkeiten, wie man dann letztendlich Besucher auf die Webseite dann verknüpft mit egal was bereits im CRM vorhanden ist. Selbst wenn es jetzt dann wieder ein anderer Standort ist oder ein anderer Mitarbeiter und so weiter. Also ganz, ganz super wichtig, top, dass du da. Ja, E-Mail ist ja eine schöne Sache, weil ich meine, oftmals, ich meine, gerade wenn man da so irgendwo so Messeteilnehmerlisten hat, dann habe ich erstmal den Namen, dann kriege ich vielleicht noch die Position irgendwie über LinkedIn, über Xing, über irgendwelche anderen sozialen Medien, über Internet raus und bin dann häufig aber auch unten noch erstmal beim Switchboard und da die in der Zentrale dann auch nicht so gerne telefonisch durchspielen, sagen dann natürlich auch viele, ja, schicken Sie erstmal vorab was per E-Mail und dann habe ich ja aber schon das Opt-in, dass ich dann sagen kann, wie mit Ihrer Kollegin besprochen, übersende ich Ihnen und das ist dann auch zum Beispiel schon mal auch ein Schlüssel. Also in dem Zusammenhang noch eine kurze Frage, was ich in den letzten Jahren auch als letztes Jahr wieder Erfahrung machen durfte mit Kunden von mir, also IT-Dienstleistern, mit denen ich zusammenarbeiten durfte. Da gab es halt auch Vertriebler zum Beispiel. Da gab es immer so komplette Blocks, weil ich hatte dann Zugriff auf deren Kalender, weil ich ja dort direkt dann die Termine im Gespräch dann für die vereinbart habe zum Beispiel, ja, oder beziehungsweise Mitarbeiter von mir. Und dann habe ich mal gesehen, okay, wenn es denen zu busy wurde, also mit ein bisschen zu viel Terminen, wenn wir also zu gut waren, ja, denen zu viel Termin gemacht haben, dann hat der Sales Manager oder Sales Spezialist oder wie sich die da nennen oder Account Manager, ja, die Namen sind ja austauschbar, letztendlich der Vertriebler dort, ja, hat dann immer mehr seinen Kalender mit irgendwelchen ja, Blockern einfach sozusagen ein bisschen verbaut, ja. Und da, wo er vielleicht irgendwie mit seinem Hund Gassi gehen musste oder was weiß ich, oder halt irgendwas anderes in Ruhe arbeiten musste, ja, aber wir reden ja über einen Vertriebler, der hat eigentlich nichts anderes Wichtiges zu tun außer Vertrieb, ja. Beziehungsweise eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, dass da auch Vertriebler gab, oh Wunder, die so mehr oder weniger ab 16 Uhr nie erreichbar, also spätestens ab 16 Uhr nicht mehr erreichbar waren, ja. Und in meiner Erfahrung, ich weiß nicht, ob du das anders siehst, es gibt so diverse wirklich Top-Entscheider, die haben grundsätzlich nie vor 18 Uhr abends Zeit, mit ihr mal ein Telefonat zu führen. Das sind dann häufig auch die entscheidenden Telefonate für große Aufträge. Wie stehst du da so dazu als Vertriebler generell Erreichbarkeit auch noch nach 16 Uhr nachmittags und so weiter? Also was ich da alles so erlebt habe in den letzten Jahren. Nun, ganz ehrlich gesagt, ich bin eigentlich über die Entscheider, die ich nach 16 Uhr erreichen kann, noch dankbar, weil eigentlich habe ich dann so ab 16, 16:30 Uhr dann schon eigentlich Hemmung, jetzt mal irgendwo ins Blaue rein anzurufen, um die Leute dann irgendwie kurz vorm Feierabend oder sowieso im Feierabend zu erwischen. Wenn ich dann weiß, dass da noch die Leute wirklich im Büro sitzen und ja, wie du sagst, gerade in der Entscheiderebene, je höher es geht, ist dann sozusagen so ab 16:30 Uhr oder Freitag ab 15 Uhr teilweise also eine Zeit, wo man die interessantesten Gespräche, die interessantesten Termine also auch dann wieder macht. Ich meine, für mich ist, wenn ich da jemand um diese Zeit erwischt, dann ist es ja eher ein Zeichen, das ist jemand, der seinen Job wirklich ernst nimmt und der nicht irgendwo nur Dienst nach Vorschrift macht. Und der, wenn der zu dem Zeitpunkt an ein Telefon geht, dann ist es eigentlich sogar das Beste, was mir passieren kann, weil dann hat der meistens auch Zeit, weil der Alltagsbetrieb rundherum ist weg. Wenn der sich dann Zeit nimmt, dann kann man wirklich einen Dialog führen und dann kann man wirklich also einen für beide Seiten fruchtbaren Austausch sozusagen machen. Also ich persönlich habe ja die Einstellung, ich würde sogar am Samstag oder am Sonntag, egal zu welcher Uhrzeit, mit einem Top-Entscheider für eine halbe Stunde sprechen, wenn das dann einen potenziellen Auftrag bedeuten würde von 100.000 Euro oder was, ja. Weil das dann etwas ist, was manche in der Regelarbeitszeit in einem Monat Arbeit nicht hinbekommen, ja. Also von daher einfach mal ein bisschen out of the box denken. Also nicht dieses typische altdeutsche 9 to 5 oder 9 to 4 oder irgendwie sowas, na, wieder back to the roots, wo wir auch alle mal irgendwie 6 Tage Wochen hatten, wie mein Vater vielleicht noch. Also ein bisschen auch ein bisschen zurück zum altdeutschen Fleiß oder sowas kann man das vielleicht so nennen, ja. Oder sagen wir, jetzt müsste man fast sagen, chinesischen Fleiß, ja. Die uns da ständig überholen. Ich habe das Gefühl manchmal, dass irgendwie so sinnbildlich irgendwie, wenn ich mit manchen telefoniere, mit manchen so ein bisschen träge und müde irgendwie,
über die letzten Corona-Jahre oder sowas, ja, subventioniert worden sind und so weiter, jetzt nicht mehr einen Arsch hochkriegen, dass sie irgendwie so, dass irgendwie so so Zug mit so ein paar Chinesen drin irgendwie so grinsend und winkend an denen vorbeifährt und sich dabei bedanken, dass wir letztendlich alle so träge sind momentan und irgendwie mit unseren Entscheidungen nicht vorankommen. Okay, nur mal ein anderes Thema.